Und hier kommen nochmal seine Arrows. Aber Leute, ihr seht schon, der Prinz, zack, holt sich den Tower weg. Somit steht es 2:1 und ich gewinne einfach mal diesen Fight gegen einen Level 8er. Level 1 versus Level 8, das ist verdammt heftig. Das ist so verdammt krass heftig. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale, heute mal wieder von meinem Level 1 Troll Account und ja, ich will euch einfach mal ein Replay zeigen, eine Wiederholung, die ich gerade eben erspielt habe und ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Genau, da sind wir auch schon gegen einen Level 8er, ich bin Level 1, er ist Level 8, das ist ein Levelunterschied von 7 und das ist einfach verdammt krass, Leute, schaut euch das einfach mal an, die Level von meinen Karten sind alle auf Level 1, bis auf die Spear Goblins, die sind auf Level 2 und der Knight und von ihm, obwohl der Knight habe ich gerade nicht im Deck, aber who cares, von ihm sind die Kommokarten einfach auf Level 7 bis 8, seine Rare-Karten auf Level 6 und 5. Ich meine, what the fuck, wie krass ist das einfach? Mein Glück war, dass der Gegner einfach anfangs extrem retarded gespielt hat. Er hat einfach, ja, die dümmsten Aktionen hier gerissen. Ich habe seinen rechten Tower schon so gut wie down, sein linker Tower. Da raised einfach der Prince auf seinen Tower zu. Er verteidigt es nicht, was mich auch gewundert hat. Da habe ich jetzt gerade einen kleinen Fehler begangen. Ich habe den Baby Dragon gesetzt anstatt der Arrows. Die hätte ich zwar jetzt gerade setzen können, aber who cares. Ich habe nochmal die Skeletons hier taktisch klug verwendet, um die Minions rüber zu locken. Und ja, somit hat mein linker Tower nochmal überleben können und eigentlich führe ich so gesehen gerade noch irgendwie. Ist zwar ziemlich close, aber gut, dafür ist, dass seine Tower auch schon viel mehr HP haben. Ja gut, auf der linken Seite kommt jetzt ein Riese, Level 6. Da habe ich eigentlich keine Chance. Das habe ich eigentlich schon so schon gewusst, dass der Tower down ist. Habe da auch nicht mehr viel getan. Die Valkyrie und die Spear Goblins, die zwar erst auf Level 2 sind, aber trotzdem schon einigermaßen ein bisschen Damage machen, kann man ja schon sagen. Und sein Baby Dragon jetzt dahinter, den müssen wir auch noch irgendwie verteidigen. Da mache ich einfach mal meinen Baby Dragon hin und somit konnten wir das auch noch irgendwie machen. Sein rechter Tower ist jetzt auf 11 HP, seine Valkyrie kommt hier gegen meine Spear Goblins, zack, zack und da sind alle weg. Genau, und ja, jetzt kommt seine Skeleton-Army, die war extrem dumm geplaced, mein Drache macht der Flächendamage, holt die sich alle weg und jetzt kommt wieder mein Prinz und mein Drache auf der linken Seite, die pushen hier durch, er verteidigt es einfach nicht, weil der Gegner, keine Ahnung, wie dumm auch immer ist. Ja gut, sein linker Tower hat 400 HP. Ich gehe jetzt nochmal rechts durch. Ich habe mir gedacht, ich gehe mit dem Giant Skeleton hin, falls er irgendwie die Minion-Horde setzt, um den zu verteidigen, kann ich nochmal die Arrows draufhauen, aber im Endeffekt hat es der Giant Skeleton oder das Giant Skeleton nochmal alleine gerissen und ja, mein Crown Tower ist jetzt hier mittlerweile auf 500 HP und jetzt wird es nochmal krass. Jetzt probieren wir nochmal zu pushen. Ich habe natürlich gewusst, es ist möglich, das zu gewinnen, weil der Gegner nicht unbedingt der hellste ist, so kann man das ja schon sagen und ja, die letzten Sekunden brechen an, ich pushe jetzt hier nochmal auf der linken Seite und gleichzeitig auf den Crown Tower und habe jetzt eine richtig heftige Armee am Start und hier kommen nochmal seine Arrows, aber Leute, ihr seht schon, der Prinz, zack, holt sich den Tower weg, somit steht es 2:1 und ich gewinne einfach mal diesen Fight gegen einen Level 8er, Level 1 versus Level 8. Das ist verdammt heftig. Das ist so verdammt krass heftig. Für den Fight einfach mal ein Like da lassen, Leute. Ein Like, geil ist mein Lifestyle. Ah, alles klar. Okay, das war's so mit dem Anfang der Folge, würde ich einfach mal sagen. Ich wollte euch den Fight einfach mal zeigen, weil das so verdammt krass war. Eigentlich war ich dabei, ein bisschen zu droppen von dem Account. Ich habe mir eigentlich kurzzeitig überlegt, jetzt runterzugehen, um die Level 1er zu trollen, weil das wäre auch verdammt interessant. Keine Ahnung, könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, wenn ich so Level 1er troll, die dann nicht mal wissen, was ein Lavahound ist oder das irgendwie zum ersten Mal sehen. Und ja, das wäre vielleicht auch ganz cool. Nur immer wieder schade finde ich, dass die Leute einfach gar keine Reaktionen zeigen. Teilweise viel Glück wünscht, ja, das ist natürlich ziemlich nett, da kann ich auch einfach mal viel Glück raushauen, ist ein Level 7er, ich bin Level 1er und ich denke mal, wow, der hat Internet-Connection-Probleme, keine Ahnung, irgendwie ist er gerade reconnected, auf jeden Fall haben wir seinen ersten Tower schon mal down, er pusht jetzt auf der rechten Seite nochmal ziemlich aggressiv mit eigentlich einem relativ soliden, starken Push und kommt jetzt hier nochmal, vielleicht haue ich jetzt einfach mal die Pfeile drauf, das könnte ich einfach mal machen, bevor ich hier ganz down gehe, die waren gar nicht so schlecht, also kann man sich echt nicht beschweren, mein Tower wird trotzdem down gehen, mit dem Barbaren und dem Riesen ist das schon verdammt krass und ja, jetzt gibt er nochmal Gas, okay, das hätte ich mir jetzt leichter vorgestellt, als es wirklich ist, ich meine, seine Truppenlevel sind natürlich auch schon ziemlich krass, Schweinereiter Level 3 dafür, ja,
dass er gerade wieder in der Arena 3 ist. Und den Schweinereiter bekommt man ja nur in der Arena 4. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, er muss schon mal oben gewesen sein. Ich werde jetzt nochmal hier den Prinz setzen und ich werde einfach auf die 3 Kronen pushen. Würde ich einfach mal jetzt behaupten, oh Gott, ich bin ja auch so unlucky. Ich bin so verdammt unlucky. Okay, vielleicht nochmal die Spear Goblins. Vielleicht helfen die dann nochmal ein bisschen, der Prinz stirbt. Die Bazooka-Frau, genau. Ja, alles klar. Die Musketierin geht down. Das ist auch cool. Er kommt wieder mit einem Riesen. Das muss ich irgendwie verteidigen, das ist halt immer, ja, also der Gegner spielt nicht schlecht, ich frage mich auch, warum das so weit unten ist, who cares, ja, ich darf nicht so oft who cares sagen, ich darf generell keine englischen Wörter sagen in meinen Videos, Leute, es ist einfach so, dass ich manchmal, also für deutsche Wörter einfach die deutschen Wörter nicht finde, nee, das war jetzt falsch, keine Ahnung, also wenn ich irgendwas ausdrücken will, fällt mir irgendwie als erstes gleich mal irgendwie ein englisches Wort ein, natürlich nicht bei jeder Sache, aber das passiert öfters mal, keine Ahnung, deshalb auch mein leichtes Denglisch, ich hoffe natürlich, ihr könnt damit alle leben und ja gut, ich denke mal, der Fight ist auf jeden Fall verloren, da kann ich nicht viel machen, GG, das war's so mit dem Fight und ja, das ist nicht unbedingt nice, ich überlege jetzt echt, ob ich runterpushen soll, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn ich runterpushen würde. Ich kann jetzt nochmal die Kronentruhe öffnen, wobei es mir eh nichts bringt. Who cares? Who cares? Ich sag schon wieder, who cares? Alles klar. Okay, nächster Fight. Machen wir einfach noch einen Fight Level 7er und den könnten wir jetzt einfach mal real nochmal machen und nicht trollen oder so. Das sollte schon mal passen. Da habe ich eigentlich eine ganz gute Kombination, um ihn hier zu zerstören bzw. zurückzuhalten, den Prinzen. Den kleinen Prinzen hier und der schöne Baby Dragon sollte hier auch was reißen. Wow, was war das gerade? Was war das gerade? Der Prinz holt sich meine Witch irgendwie One-Hit weg und diese Goblin Barrel holt einfach meinen Tower auf 80 HP runter. Das ist so heftig. Das ist echt krass heftig. Hier können wir ein bisschen trollen und ihm irgendwie die Hoffnung geben, aber nee. Das hat er jetzt nicht geschafft. Ist schon krass, was so ein Goblin-Fass hier ausmacht. Ich habe leider die Arrows natürlich auch nur auf Level 1. Von dem her kann ich so ein Goblin-Fass auch nicht zerstören damit, beziehungsweise die Kobolde, die da rauskommen. Das ist ein bisschen komisch, was heißt komisch, das ist ein bisschen blöd, sagen wir es so. Was soll man machen? So, Baby Dragon gegen Baby Dragon und jetzt kommen nochmal seine Spear-Goblins. Die gehen hoffentlich down, ne, gehen sie nicht. Ist nicht allzu schlimm. Jetzt gehen sie aber down und jetzt müssen wir uns einfach mal überlegen, wie wir hier am besten pushen. Ich habe schon lange nicht mehr auf dem Account gespielt, vor allem nicht mehr mit dem Deck, deshalb bin ich nicht mehr so krass eingespielt und no way setzt der jetzt dann fucking X-Bow hin. Jetzt kommt hier ein Koboldfass, läuft auf jeden Fall auch. Ja, die Hexe wird jetzt halt down gehen, denke ich mal. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, okay. Ja, okay, passt. Ist noch alles im grünen Bereich. Das Giant Skeleton lebt hier noch. Natürlich, jetzt muss ich einmal die Pfeile draufhauen gegen die Minion-Horde. Und nein, ja doch, ich könnte noch an Tower dran sein. Genau, bekomme sogar noch einen Hit ab. Das ist eigentlich ganz gut. Und ja, wenn wir noch lucky sind, können wir das noch irgendwie gewinnen, wenn wir noch ein kleines Comeback hier starten. Die Spear Goblins sollten noch down gehen. Genau, perfekt. Das war ein Trickshot 360 No-Scope. Und dann könnten wir eigentlich jetzt mal von ganz hinten ganz gechillt einen Push starten. Die Hexe schon mal, natürlich kommt hier sein Koboldfass. Ja, hier habe ich die Skeletons leider auf der falschen Seite gesetzt. Aber wir können jetzt auf der linken Seite eigentlich einen ganz guten Push starten. Das war natürlich ein guter Zug. Das war ein guter Zug, somit können wir das Ganze auch wieder vergessen. Das wird wohl nichts. Ich setze einfach mal den Prinzen. Der wird sich vielleicht noch hier die Spear Goblins snacken. Und lauf, 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 mein Prinz, lauf. Ja, perfekt. Sprintet nochmal nach vorne, holt sich sogar, glaube ich, noch einen Hit hier ab. Leider hat er jetzt die Barbaren geplaced, der Gegner. Und wenn wir jetzt noch schnell sind, dann können wir das irgendwie noch schaffen. Also ist auf jeden Fall möglich, wir haben hier zwei Hexen am Start. Die machen ordentlich Damage. Hier nochmal die Bombe, holt noch ein bisschen was weg. Und jetzt sollten wir den Tower nochmal down haben. Und dann gehen wir direkt auf die 3 Kronen. Also wenn wir das noch gewinnen, wäre das ja das epischste Comeback ever mal wieder. Aber man darf halt nie aufgeben. Vor allem hier auf dem Level 1 Account ist es bei mir immer wichtig, dass ich nicht direkt aufgebe, weil ja, im Late Game vor allem ist dieses Deck verdammt stark, also wirklich, die Pfeile waren ja mal so unnötig, wow. Aber ich denke mal, das Game ist gewonnen, GG, kann ich schon mal raushauen, wenn ich jetzt nicht gewinnen würde, wäre es natürlich bitter, aber das war es soweit, GG. Und einen Fight können wir eigentlich noch machen, würde ich sagen, jetzt zum Schluss, dann passt das eigentlich ganz gut und es tut mir auch leid, dass gestern keine Clash Royale Folge kam.
Es lag einfach daran, dass ich, ja, ich habe seit 2 Wochen, glaube ich, Ferien und ich war bis jetzt eigentlich nur ein oder zwei Nächte, wenn man das so sagen kann, alleine zu Hause. Und sonst war irgendwie mal Petoli da, der war ja ein bisschen mehr als eine Woche da. Dann habe ich öfters mal bei ein paar Freunden gepennt so und hatte nicht so mega viel Zeit, immer ein Video aufzunehmen oder zu schneiden. Und deshalb kam jetzt gestern kein Clash Royale Video. Tut mir natürlich leid, aber Pokémon Go kam. Das ist ja eine gute Sache. Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr von Pokémon Go haltet, wie ihr das Spiel findet und ob ihr es selber spielt. Und wow, diese Arrows waren mal so MLG-Lifestyle. Alles klar. Leider bekommen wir hier nicht seinen Tower mit der Bombe down. Aber ich denke mal, der Prinz sollte das eigentlich schon regeln. Und der Tower sollte auch relativ low oder sogar auch down gehen. Ja, 140 HP circa. Das ist schon einigermaßen low. 122 hat er jetzt, keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Egal. Mein rechter Tower ist so gut wie down, da kann man nicht mehr viel tun. Ich lasse nochmal den Prinz hier auf das Musketier zulaufen und der sollte die dann auch wegholen und eventuell, wenn er nicht verteidigt, hole ich gleich noch hier auf seinen rechten Tower ein paar Hits. Ja, er hat zu spät die Goblin-Armee, die Skeleton-Armee geplaced und von dem her kann sich der Drache hier ganz gediegen alle Skeletons downholen. Ich denke mal, mein Tower geht trotzdem down. Ja, oh nein, er überlebt sogar. Nee, ich glaube, er geht trotzdem down. Okay, er ist down. Ja, hätte sich eh nicht mehr jetzt gelohnt, hier einigermaßen krass jetzt zu verteidigen. Das wäre ein bisschen unnötig gewesen, aber egal. Sein linker Tower ist schon relativ low. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt auf die 3 Kronen. Er wird jetzt vermutlich auch auf der linken Seite angreifen. Genau, da ist auch schon seine Barbarenhütte. Das freut mich natürlich. Oh mein Gott. Diese Hütten, Leute. Ich kann es einfach immer noch nicht verstehen, aber gut. Hier kommt meine Hexe. Die sollte auch hier ein bisschen mithelfen. Das passt soweit. Ich hoffe natürlich, dass mein Giant Skeleton jetzt hier ein bisschen überlebt und ein bisschen weiter nach vorne kommt. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ich werde jetzt hier nochmal. Nee, die Arrows lohnen sich jetzt nicht. Das macht eh die Hexe eigentlich alles von selbst. Hier placed nochmal die Minions rein. Das war ziemlich blöd eigentlich von ihm. Auf der rechten Seite könnte ich schon nochmal einen Boosted Hit bekommen. Nein, ja, wenigstens das Musketier down und nochmal 2 Hits so. Das heißt, sein rechter Tower ist auch schon relativ low am Start. So, ich habe so gut wie beide seine Tower down auf der linken Seite. Sollte das jetzt echt mal was werden? Oh Gott, diese Arrows. Oh Gott, oh Gott. Sein rechter Tower geht wenigstens down. Das ist ja schon mal etwas. Und jetzt gehen wir noch auf den linken Tower und ich denke mal, dann passt es eigentlich soweit und sollte das der Sieg auch schon sein. Hier kommen nochmal die Skeletons. Ja, wenn er jetzt natürlich mit seinem Riesen kommt, das wird problematisch. Das wird auf jeden Fall problematisch. Der braucht nur 3 bis 4 Hits hier jetzt auf meinen Tower und hat das auch schon. Hoffen wir einfach mal, dass sich das ausgeht. So, zack, und ja, wir überleben noch. Und ich denke mal, das war es auch soweit. GG, das war es so mit dem Fight. War auf jeden Fall einigermaßen erfolgreich und eieiei, das ist bitter, das ist echt bitter. Er hat einfach, ja, die Zeit ein bisschen übersehen und hat seine Rocket zu spät gesetzt und somit war das wirklich auch der Lose. Läuft. Ja gut, dann war es soweit mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von dem Account sehen wollt, schreibt mir gerne Ideen rein, was ich hier erreichen soll. Natürlich haben schon einige geschrieben so, yo, geh doch in die Arena 5 und hol dir das, was ist hier drin? Kampfholz, Log, Miner, keine Ahnung. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber das haben einige geschrieben. Das könnte ich auf jeden Fall probieren hier von dem Account. Aber natürlich ist es verdammt schwierig. Ich glaube, ein YouTuber bis jetzt, ein nicht so bekannter YouTuber, auch nicht aus dem deutschen Bereich, hat es geschafft, mit Level 1 in die Arena 5 zu kommen. Das ist schon ziemlich krass dafür. Mein voller Respekt. Ich weiß nicht, ob ich das persönlich schaffen kann, aber gut, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder bei einer weiteren Folge Clash Royale. Vielleicht kommt auch noch Pokémon Go, muss ich mir noch anschauen, was wir machen könnten, aber gut, auf jeden Fall bis morgen, haut rein und ciao.